Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby-Team und in dem heutigen Video dreht sich alles um die Einstellungsmöglichkeiten der Umsatzsteuer bei Bilby. Als erstes solltest du dich fragen, ob du umsatzsteuerpflichtig bist und die Umsatzsteuer ausweisen musst oder eben nicht. Das ist eine Frage, die du mit deinem Steuerberater vorab klären solltest. Aber ganz unabhängig davon, welche Umsatzsteuerregelungen für dich gelten, sind die Wege, wie du die Umsatzsteuereinstellung bei Bilby vornimmst, immer gleich. Als erstes solltest du schauen, ob in deinen Grundeinstellungen die für dich geltenden Umsatzsteuersätze hinterlegt sind. Bilby nutzt immer standardmäßig die Umsatzsteuersätze aus dem Land, welches du in deiner Rechnungsadresse in deinem Benutzerkonto hinterlegt hast. Wenn du jetzt in deine Einstellungen gehst und dort in den Menüpunkt Grundeinstellungen wechselst, dann bist du schon in dem Reiter Steuer und Währung. Du kannst als erstes wählen, welche Umsatzsteuerart für dich gilt. Also zum Beispiel, ob du die Umsatzsteuer ganz normal ausweisen musst oder gegebenenfalls unter die Kleinunternehmerregelung oder die Differenzbesteuerung fällst. Zur Kleinunternehmerregelung und der Differenzbesteuerung wird es noch ein zusätzliches Video geben, was dann auch hier verlinkt sein wird. Als nächstes kannst du dann den Standardsteuersatz wählen, der in der Regel benutzt werden soll, also ermäßigt oder nicht ermäßigt. In den nächsten beiden Feldern sind schon die in Deutschland geltenden Umsatzsteuersätze hinterlegt, weil unsere Rechnungsadresse in Deutschland ist und diese beiden Felder automatisch gefüllt wurden. Damit deinen Artikeln der korrekte Steuersatz zugewiesen werden kann beim Einlesen einer Bestellung, solltest du als nächstes die korrekte Umsatzsteuer in deinem Artikel zuweisen. Dafür gehst du in deiner Artikelübersicht auf den Artikel, den du bearbeiten möchtest. Über das Stiftsymbol links neben dem Artikel kannst du den Artikel bearbeiten. Anschließend wechselst du in den Reiter Preise, wo du ganz oben schon den Umsatzsteuerindex wählen kannst. Du kannst hier wählen, ob der Artikel mit dem ermäßigten oder dem nicht ermäßigten Steuersatz versteuert werden soll oder auch, ob bei dem Artikel vielleicht gar keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden soll. Die Preise, die du hier drunter siehst, werden automatisch berechnet mit dem Umsatzsteuerindex. Gibst du also zum Beispiel einen Nettoartikelpreis von deinen Artikeln an, dann wird der Bruttopreis automatisch errechnet, mithilfe des Umsatzsteuerindexes. Das funktioniert auch andersrum, also dass du einen Bruttoverkaufspreis eingibst und Bilby errechnet dir einen Nettoverkaufspreis. Und so funktioniert das auch bei den Einkaufspreisen. Hast du deinen Artikeln den richtigen Umsatzsteuersatz zugeordnet? Dann musst du für jeden deiner angebundenen Shops auch nochmal festlegen, wie mit den Artikeln in den importierten Bestellungen aus dieser Shop-Verbindung umsatzsteuerlich verfahren werden soll. Dafür gehst du in deine Einstellung und da in den Menüpunkt Kanäle. Neben deiner Shop-Verbindung findest du den Stift zum Bearbeiten deiner Shop-Verbindung. Jetzt wechselst du in den Reiter Umsatzsteuer und da kannst du dann auswählen, ob die Umsatzsteuer normal ausgewiesen werden soll bei Bestellungen aus dieser Shop-Verbindung, ob die Kleinunternehmerregelung oder die Differenzbesteuerung gelten soll oder auch, ob es sich um innergemeinschaftliche Leistung oder Ausfuhr in ein Drittland handelt. Dann kannst du darunter noch wählen, welcher Umsatzsteuersatz vorrangig für die Artikel in den Bestellungen aus dieser Shop-Verbindung genutzt werden soll. Ich habe jetzt noch zwei Fragen mitgebracht, die uns im Support häufiger erreichen. Du hast alle deine Umsatzsteuereinstellungen in deinen Grundeinstellungen, deinen Artikeln und in deinen Shop-Verbindungen korrekt eingestellt. Aber wie erkennt Bilby jetzt, welcher Steuersatz genutzt werden soll, wenn eine Bestellung importiert wird? Im besten Falle übermittelt der Shop oder der Marktplatz die Steuersätze für deine Bestellung an Bilby, was aber nicht alle Shops und Marktplätze machen bzw. können. Übermittelt dein Shopsystem oder Marktplatz keine Steuersätze? Dann prüft Bilby zuerst, ob der Artikel der Bestellung bereits in Bilby angelegt ist. Ist das der Fall und in deinem Artikel bei Bilby der korrekte Steuersatz angelegt, dann nutzt Bilby den Steuersatz für deine Bestellung aus dem Artikel. Wenn der Artikel noch nicht in Bilby angelegt ist, dann prüft Bilby, ob in der Shop-Verbindung, über die die Bestellung eingelesen wurde, ob dort Steuersätze eingestellt sind und nutzt dann diese Einstellung aus der Shop-Verbindung. Legst du eine Bestellung manuell ohne Shop-Verbindung an und der Artikel ist noch nicht bekannt, das heißt, er ist in Bilby nicht angelegt, dann nutzt Bilby die Steuereinstellung aus den Grundeinstellungen.
Wenn du vorher nicht umsatzsteuerpflichtig warst, weil du vielleicht unter die Kleinunternehmerregelung gefallen bist, dann musst du deine Umsatzsteuereinstellung anpassen, wie in unserem Video beschrieben. Wir haben im Support häufig den Fall, dass bei Nutzern, die vorher die Umsatzsteuer nicht ausweisen mussten, dass in diesem Fall bei importierten Bestellungen trotz Änderung der Einstellung nicht die korrekten Steuersätze auf den Rechnungen ausgewiesen werden. Das kommt daher, dass es sein kann, dass du bei einer alten Bestellung, die zu dem Zeitpunkt getätigt wurde, als du noch nicht umsatzsteuerpflichtig warst, nochmals eine Rechnung bei Bilby erstellen wird, weil du die zum Beispiel für deine Buchhaltung nachträglich nochmal benötigst. Und in diesem Fall darf auf dieser Rechnung natürlich keine Umsatzsteuer ausgewiesen sein, weil du zum Zeitpunkt der Bestellung gar nicht umsatzsteuerpflichtig warst. Hast du jetzt also Bestellungen, bei denen du die Umsatzsteuer ausweisen musst, die aber vor der Änderung deiner Umsatzsteuereinstellung bereits bei Bilby eingelesen wurden, dann musst du bei diesen Bestellungen den Umsatzsteuermodus manuell in der Bestellung ändern. Werden jetzt nach dem Ändern deiner Umsatzsteuereinstellung neue Bestellungen eingelesen, dann wird auf den Rechnungen dann auch die korrekte Umsatzsteuer ausgewiesen, weil die Änderungen immer erst für neu eingelesene Bestellungen gelten und nicht aber für ältere Bestellungen, die vor der Änderung eingelesen wurden. Hast du noch Fragen zu den Umsatzsteuereinstellungen bei Bilby? Dann schau doch mal auf unseren anderen Videos vorbei oder auf unserer Hilfeseite. Oder lass uns einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.